Also was ist die neue Filmidee? Also eine Doku über Rugby. Und das mit dem Arm am Tisch ist gut, locker, weil so will ich nicht da sitzen. Ja, so. Hallo, ich bin der Sebastian. Ich bin der Head Coach vom Rugby Club Donau. Viele kennen mich unter dem Spitznamen Freidel. Und wir wissen nicht, ob wir 23 stellen dürfen, schon, oder? Donau hat eine Durststrecke. Einmal durfte Celtic den Pokal stemmen und einmal hat Graz gewonnen. Das heißt, wir haben 2 Jahre und mit Corona dazwischen natürlich, waren wir nicht die beste Mannschaft in Österreich. Natürlich nagt das an den Spielern und auch so, was macht man falsch, warum klappt es nicht. Oft ist es so, dass man gute Sachen macht, aber es funktioniert trotzdem noch nicht. Und oft macht man gar nicht so tolle Sachen im Sport, okay, und auf einmal funktioniert es trotzdem. Ich habe immer gewusst, wir müssen unserem Weg treu bleiben. Wir müssen den jungen Spielern vertrauen, wir müssen wieder ein paar Ältere zurückbringen, die hier die Jüngeren führen. Ich hatte in der Saison im Frühjahr 2022 ein sehr ausführliches Gespräch mit Michi Kerschbaumer. Auch weil er wieder zurückgekommen ist. Er hatte wieder eine kurze Pause. Und dass es wichtig ist fürs Team, dass es einen Leader, einen Spielmacher braucht am Feld. Und wir haben uns da ein bisschen ausgesprochen, dass er wieder Vollgas geben muss, jetzt auch wenn er wieder zurückkommt, dass er sich mehr oder weniger in die Herzen der Spieler und des Clubs spielen muss. Weil er das einfach kann, weil er das Potenzial hat und die Erfahrung. Und natürlich nicht immer leicht ist, nicht? So ältere Spieler zurückzubringen und aus denen das meiste zu holen. Dass sie alles geben in dieser Zeit, wo sie spielen halt, ist nicht immer einfach, weil sie halt auch Berufe haben und auch ein Leben abseits des Feldes. Kommst du mal zum Training dafür? Aber ja, voilà. Ja? Ja. Oh mein Gott! Da war jetzt ein, zwei Jugendspieler da und das hat sich dann ein bisschen ausgeartet, relativ schnell. Hi, ich bin der Michi Kerschbaumer. Ich bin vom Beruf Raumplaner, bin 32 Jahre alt und leidenschaftlicher Rugby-Spieler. Ich spiele seit circa fast 18 Jahren Rugby. Aber ich möchte es noch mal wissen und die Jungen haben es richtig drauf und mit denen möchte ich jetzt zusammen noch einmal die Meisterschaft holen. Allgemein beim Rugby gibt es unterschiedliche Zugänge. Ich glaube, es gibt Leute, die sehen Rugby als Ausgleich und wollen da gerade ihre Aggressionen loswerden. Es gibt aber auch andere Spielertypen und auch Positionen, die genau etwas anderes brauchen, wo man Ruhe bewahren muss, wo man eher ausgeglichen bleiben muss und vor allem im Kopf entspannt bleiben muss, obwohl man eigentlich einer sehr hitzigen Situation ausgesetzt ist. Ich glaube, ein Team braucht sowohl als auch auf der einen Seite einfach hungrige Leute, die wirklich aggressiv sind und die Tackles suchen und den Ball unbedingt haben wollen und dann nichts als vorwärts gehen wollen. Aber auf der anderen Seite braucht es genauso auch Leute, die im Kopf ein bisschen cool bleiben und einfach das Spiel ein bisschen kontrollieren und schauen, dass man als Team in die richtige Richtung arbeitet. Ich bin Hans, 28 Jahre alt, ich komme aus Rinkerode in Deutschland und ich bin seit 7 Jahren Rugby. Angefangen zum Rugby spielen habe ich damals, als der Rugbyverein in den Prater gezogen ist, wo wir uns auch gerade befinden. Mein damaliger Mitbewohner
Philipp Hagenauer, der Cousin von Michi Cashbummer, hat damals mit mir gewohnt und auch Rugby gespielt. Der hat mich mitgenommen einfach mal und dann bin ich da gewesen und ja, seitdem nie weg. Ja, ich habe davor Rugby schon gekannt, weil ich bin mal in England zur Schule gegangen. Und da haben alle meine Freunde eigentlich ziemlich intensiv Rugby gespielt. Ich habe das nicht so gecheckt. Ich war ganz gut auf der Playstation, aber das war's dann auch. Okay. Ja, es gibt schon auf die Fresse beim Rugby, also da kann man nicht anders sagen. Zweite Übung hier. Rucksituation, einer ist deppert, versperrt den Ball. Der macht sich steif. Anziehen, anziehen, anspannen. Ein bisschen anziehen hier das Bein. Anziehen, ist nicht mehr. Anziehen, okay? Entscheidet euch mit welcher Schulter, am besten immer mit der Schulter, die näher zum Kopf ist, weil dann könnt ihr nicht unabsichtlich ihn am Kopf erwischen und einen Penalty riskieren. Target, Schulter oder diese Area, kommt rein, schön wegrocken, zack, und den Ball schnell machen für den Ding. 70%, ja? A proper one for the camera. Die Leute laufen nicht. Voller Geschwindigkeit aufeinander zu und du haust halt deine Schulter dann rein und entweder fällst du den Typen zurück, der auf dich zuläuft, oder er fällt dich zurück und dementsprechend gibt es schon heftige Kollisionen. Tell me if it's shit, I have no idea what I'm doing. Als Spieler habe ich immer selber gehasst, wenn die Trainings nicht gut organisiert waren oder nicht gut besucht, und dass es daran happert, ist halt meiner Meinung nach, da sollte es nicht daran liegen, dass die Trainings schlecht sind. Yeah, I'm not sure. I'm not sure about the 10 meter. I think the impact needs to come first. Yeah, like this actually. Ob ich Angst habe? Manchmal, nein, Angst habe ich keine. Also, da eigentlich schon. Also, es gibt so ein paar Gegner, die schauen halt gefährlich aus. Und du siehst das schon, dass die jetzt mit Vollgas auf dich zulaufen. Am schlimmsten ist eigentlich manchmal im Training, weil die kennst du ja genau und du weißt, bei wem es wehtut und bei wem nicht. Und eigentlich im Training, ja. Es gab so ein paar Spieler, denen bin ich eher aus dem Weg gegangen. Eigentlich, weißt du was, der Laurie ist auch so ein Spieler, den man eher aus dem Weg gehen möchte, weil man weiß, dass irgendwie, das wird schon irgendwie wehtun. And yeah, so how did I come into Donau? I met a pretty lady and she said, okay, I'm moving back to Vienna, do you want to come with me? And I thought, nah, yeah, that sounds kind of cool. So I Googled what clubs were around and I came on the Sunday having watched a World Cup game, super hungover. And I got the train from Cardiff to Birmingham, flew from Birmingham to Vienna, hungover as shit. Okay. Okay, introduction. Go yes. On. Okay, I'm Laurie Edwards. I am from Worcester, originally in the UK, and I play for Donau in Vienna. I've seen some horrible things. A lot of blood squirting out people's faces. Lots of knockouts. Some horrible. I knocked out my best friend when I was about 15. I remember him lying there on the floor, kind of, and he was out for maybe 30 seconds. He'd hit his head on my hip bone when he'd gone to tackle me and was just out cold. I thought I'd killed him. Und das Ding ist auch, dass es so unvorhersehbar ist. Du kannst nicht sagen, was passiert in diesen Kontaktsituationen. Also du kannst halt voll blöd fallen oder jemand landet auf dir. Und wir haben schon ein paar auch eher fettere Spieler, die auch mal jenseits der 100 Kilo wiegen, wenn so ein Typ auf dir liegt, ist auch nicht das Allerangenehmste. Yes!
they're beating us at our game. Yeah? They fucking ruthless. They're all just fucking nothing, boys. Yeah? Fucking up your game in the fucking pack, boys. Ja, Hans ist ein typischer Fußballer. Nicht zufälligerweise ist es so, dass wir beide jetzt auch Positionen haben, die tendenziell viel kicken. Also wir sind dafür verantwortlich im Team, dass wir zwischen die Tore schießen und die notwendigen Punkte machen. Rugby is a battle. It is it's almost a trench-like warfare where you kind of push people back, you push people forward. Yes, no, it's a war of attrition sometimes, especially in horrible conditions. After the game in Zagreb, I very much had a feeling that I'd gone through some kind of horrific battle. In so einem Wetter geht es viel mehr darum, den Hit zu machen und einen Leg Drive noch mehr als auf guten Boden, weil ihr habt keinen Halt. Most of the time it's just a battle of determination. You have to want it. So Zagreb was a challenge because I had not played the last few games because I got knocked out quite badly. I went blind for maybe a minute and then I then could only see the center of my vision, and then the peripheries didn't come back for about an hour. So I ended up missing a few games doing the kind of concussion protocol, coming back to play. So I was very unmatched fit. So then the coach puts me in and says, Eki, you've got to play two games to get your match fitness back. And I was like, are you serious? So playing nearly two whole games in very horrible wet conditions was definitely a challenge. I had a shower in between the two games and kind of dried out my clothes and tried to warm up a little bit. And then first time I got touched the ball, I got tackled into a muddy puddle. I was just freezing and soaked again. I was like, fuck this. Still got 80 minutes to go. No, not the most fun experience. I think it reminded me why I don't want to play forever. When I was young, I was fearless and thought I was indestructible. But as I'm getting older, I'm definitely starting to
get a little more careful. I think that Mondays are a lot more painful than they used to be. Ja, was gibt's für meinen Lloyd zu sagen? mit ihm wird's eigentlich nie langweilig, das steht mal fest. Ein bisschen habe ich manchmal das Gefühl, dass ich mich um ihn kümmern muss. Ansonsten, ja, vom Rugby her ist er sicher einer unserer besten Spieler. Auch ein ziemliches Biest, wenn es dann um die dritte Halbzeit geht. Alles, was davor passiert ist, Jungs, zählt nicht mehr. Okay? Ja, wir haben Respekt und Teamwork pushen. Wir haben unsere Leader, wir haben unsere Kapitäne, die leiten die Spiele. Also für mich das Ausschlaggebende beim Rugby ist wirklich die Community, auf die ich dort getroffen bin. Das hat mich auch schon sehr früh inspiriert und hat mich einfach in den Bann gezogen und bis jetzt nicht losgelassen. Ich war auch, glaube ich, nicht besonders talentiert, vor allem als Kind. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich der Schnellste bin, der Stärkste bin oder überhaupt der Talentierteste bin, aber ich fand einfach den Ansatz, dass man auch einfach hart arbeiten kann und sich Mühe geben kann und einsetzen kann und dann auch einfach dafür belohnt wird, fand ich einfach auch beim Rugby sehr, wie soll ich sagen, es gibt einem schnell was zurück. Kurzer Channel 1 gegen 2. Und wir wollen diesen kurzen Fop haben. Ne? Disziplin, heute wichtig. Offside Lines, zeigt, dass ihr Onside seid. Und Reaction Time. Ja, super, danke. Die Community bei uns im Club ist bunt gemischt und das ist ja das Coole. Also da sind sehr viele Leute, mit denen ich außerhalb des Sports nicht abhängen würde, aber die über so eine Saison mir extrem ans Herz wachsen. Und das Besondere in meinem Fall ist halt, dass ich trotzdem auch mit meinen besten Freunden oder einigen meiner besten Freunde außerhalb des Sports zusammenspielen darf. Wie es ist, am Feld zu stehen. Also auf der einen Seite ist man die ganze Zeit voll mit Adrenalin. Die Schmerzen, die dann am nächsten Tag kommen, die spürt man mal auf jeden Fall während des Spiels noch nicht, es sei denn, es ist schon was Ärgeres. Man versucht immer dorthin zu kommen, wo der Ball ist und das ist nicht immer ganz leicht, weil es natürlich sehr viele komplizierte Situationen geben kann, die entstehen. Aber das Haupt- oder das hauptsächliche Gefühl, würde ich sagen, dass man am Platz hat, ist, dass man versucht vorwärts zu gehen, weil das ist das Wichtigste beim Rugby. Die Motivation in mir, die muss ich schon hervorholen, aber im Allgemeinen am Spielfeld muss ich Ruhe ausstrahlen. Einerseits wegen meiner Position, ich bin der Verbinder oder Flyhalf, der wirklich versucht, ein bisschen das Spiel zu machen und sich zu überlegen, wo wir spielen als Team. Und auf der anderen Seite, auch als erfahrener Spieler, in einer Situation, wo sich vielleicht die Jüngeren noch nicht wiedergefunden haben, muss ich ihnen oder möchte ich ihnen diese Ruhe geben können und ihnen zeigen können, dass wir einfach weiter unser Spiel machen und wir am Boden bleiben und das Spiel nach Hause bringen können. Rugby is a sport where you really put your body on the line and you genuinely sweat, give blood and cry for your kind of teammates.
and then after the game, because you've gone to battle together, you're so full of adrenaline, you don't feel anything, you don't feel pain, and then you go and have a beer with your friends afterwards, and it's just the best, best feeling. Michika, superstar. First impressions. No, I liked him. I thought it was cool. I thought, okay, cool, I can be friends with this person. I can match his level of arrogance. Ich trinke kein Bier, Bro. Bis zum Finale. Nein, ich trinke nicht bis zum Finale. Schön, wenn wir. Aber ich hab nie Likes. Okay, aber was macht ihr da? Ihr haut euch da, nur auf die Fresse. Ihr haut euch nur auf die Fresse. Das 80 Minuten lang nur auf die Fresse hauen, oder? Ja. Und hat man keinen Bock, das zu erklären, ja. Nein, aber da sage ich immer, man muss einmal in so einem Ruck drinnen gewesen sein. Und dann checkt man es so, man geht zu Boden, legt den Ball auf hinten raus, einer geht von deiner Mannschaft drüber, beschützt ihn und dann kann einer anderen spielen. So. Wenn man da diese Motorik einmal checkt. Ja, weil die Gelsen gerade. Oh, danke, ja. Dark chocolate, yes or no? Yes. Hey, no. Auf Seiten gab es, die nicht so schön waren. Ja, so das. Allerbeschissenste, was wir hatten, war das verlorene Finale. Wir haben gegen Celtic im Finale verloren. Come on! Sicher, als wir 2019 die Meisterschaft verloren haben, nachdem wir 25 Jahre lang hintereinander Meister geworden sind, war hier keine schöne Situation. Wir haben einen Generationenwechsel gehabt, wir hatten einen neuen Trainer. Es waren ganz andere Voraussetzungen und gegenüber stand uns ein sehr gut eingespieltes Vienna Celtic, die den Titel unbedingt wollten, die genauso eine Generation hatte, wie wir es damals waren, die hungrig waren, die oftmals gegen uns gescheitert sind. Und dann hatten sie auf einmal eine junge Mannschaft, eine neue Generation von Donauspielern gegenüber. Und diese Chance haben sie genutzt und haben verdient das Finale damals gewonnen. Die 10 Meter. Ah, die 15er. Jetzt. War sicher keiner der Höhepunkte für uns. Aber das ist jetzt abgehakt und am Samstag gibt es die Revanche. I don't want to overdo it. I had a couple of good strokes, that's fine. Okay, cool. Have a good feeling, thanks bro. Do you want to join them? Yeah, yeah. Cool. Donau hat damals das erste Mal in der Geschichte das Staatsmeisterschaftsfinale verloren. Und zwar gegen Celtic. Unter dem neuen Coach, der erst seit einem Jahr da war, dem Andy Knight aus Schottland. Und ja, es hat sich dann herausgestellt, dass Donau nicht mit diesem Coach weiterarbeiten möchte. Und natürlich war ich dann wieder der erste Ansprechpartner, hier die Head Coach Position zu übernehmen. Ich habe zugesagt. Dann hatten wir die Chance, 2022 wieder im Finale zu stehen gegen Celtic. Und der Rest ist Geschichte. Sega Genesis, when I was dead broke, man, I couldn't picture this. 50-inch screen, money green, leather sofa. Got two rides, a limousine with the chauffeur. Locker anfange, wir werden immer höher. Nur aus dem Sprunggelenk raus, nur aus dem Sprunggelenk. Ich bin eigentlich nicht so arg aufgeregt gewesen in dieser Woche. Innerlich vielleicht ein bisschen, aber nach außen habe ich es jetzt nicht so gezeigt. Ja, Qualität!
Machen jetzt 3-4 Minuten Vollgas Shields und dann gehen wir rein. Okay? Ja, aber Männer! Geh mal! Hi, ich bin der Milan. Ich bin natürlich hier extra aus Gran Canaria gekommen, um die Jungs anzufeuern. Meine Boys, früher Kapitän gewesen. Und ich kann mir das nicht entgehen lassen, dass sie heute gewinnen. Es ist so weit! This moment that we are sharing right now, we stay forever. Forever, you will remember that today we play together and we work together, okay? Gut. Geht's heraus und genießt das. Gebt von Anfang an Gas. Kopf hoch, Fuß drauf. Zurück. Ja, es gibt nichts zu verlieren heute. Ihr gebt alles, was ihr habt, und dann wechseln wir euch auf, wenn man geht, okay? Von Anfang an. Enjoy. Ihr habt alle was stehen hier auf der Seite. Yes, Mann! Jeder hat seine persönliche Geschichte, was draufsteht. Wir sind sehr schuldig, wir links und rechts neben uns stehen. Für den gehen wir rein in den Kampf. Ja, wir gehen. Ja! Mein Assistant Coach, der Ivan, und ich haben vor dem Finale jedem eine kleine Nachricht geschrieben und aufgehängt in der Kabine, damit sie nochmal sich auf diese Sachen fokussieren, die sie gut können und was sie dem Team bringen. Ich habe alles getan, was ich tun konnte. Im Endeffekt stehen die Spieler am Feld. Ich muss nur schauen, dass die richtigen Wechsel reinkommen. Dass ich die Ruhe der Mannschaft vermittle. Also wir haben uns schwer getan, in die erste Hälfte zu finden, den Flow zu finden. Celtic ist rausgekommen, on fire und hat sehr viel Druck ausgeübt. Wir sind schon ab und zu auch in ihre Hälfte gekommen und haben auch natürlich auch gute Spielzüge gehabt, aber wir konnten sie nicht wirklich in Punkte umwandeln.
Man hat gemerkt, es ist sehr viel Druck auf der Mannschaft. Und es wird nicht einfach, das Finale. Und die Jungs haben gespürt, okay, das wird eine harte Partie. Und trotzdem, Celtic wollte auch nicht aufgeben. Celtic war da ein bisschen abgebrühter. Die haben ihre Kick auf die Posts, diesen einen Try, den sie gescored haben, sehr schön rausgespielt. Also wir waren doch etwas hinten, aber wir haben immer gewusst, ein Try und das Spiel ist wieder offen. Also in der Pause haben wir den Jungs gesagt, sie müssen an sich glauben und es wird der gewinnen, der es mehr will. Und das ist die zweite Halbzeit uns gehört. Mehr musste ich nicht sagen. Und wie wir wissen, sind wir rausgekommen und gleich ein paar Minuten später haben wir gescored. Und dann waren wir wieder im Spiel.
wir haben dann teilweise wieder ein paar Fehler gemacht. Trotzdem war der Punktestand so eng, dass es war alles möglich bis zum Ende. Ich habe den Hansen ausgewechselt, das war eine schwere Entscheidung, weil es war zwischen Lori, Hans und Leo. Eine Bauchentscheidung. Und der Hans hat natürlich, also ich kenne den Hans, der möchte nicht raus. Also, es gab da nur mehr 5 Minuten zu spielen und wir waren am Drücker. Natürlich, es fliegen einem viele Gedanken durch den Kopf und was kann man noch machen und so. Ich gesagt, ja, die Wechsel, die wir jetzt gemacht haben, das passt so. Wir sind am Drücker, wir sind in ihrer 22, wir haben den Penalty. Und dann sehe ich nur, wie der Michi mehr oder weniger das Zepter übernimmt. Und nicht auf der Position spielt, die er normalerweise spielt, sondern auf Scrum Half geht, auf 9. Und hier die Jungs anleitet. Und dann habe ich schon gefühlt, okay, das wird was. Die meisten Leute haben es wahrscheinlich nicht mitbekommen, aber wir mussten auch diesen Kick treffen, um vorne zu sein. Und es gab auch noch ein bisschen Spielzeit. So einen Kick zu treffen, wenn alles still ist und alle Augen auf dich gerichtet sind, ist... Also ich kann mir das nicht vorstellen. Ich habe noch nie so eine Situation gehabt. Ich war noch nie der Kicker in so einer Situation, aber es muss hart sein. Ich habe gewusst, dass er treffen wird, weil zweimal von derselben Stelle nicht treffen. Das kann der Michi nicht. Da hat er zu viel Ehrgeiz. Hey.
dadurch gerade. Extrem erleichtert. Ja. Wir haben 4 Monate drauf hin trainiert. Ich habe in der Zeit meine Haare verloren. Aber Gott sei Dank haben wir es gemacht. Und ich denke, das waren die letzten 2 Minuten, wo wir den entscheidenden Try gelegt haben. Und ein besseres Finale, ein spannenderes Finale kann es, glaube ich, nicht geben. Ich muss mich nicht mal umdrehen, wie diesen Scheiß kriegt. Ich hab gewusst, du machst das. Lieber. Also, das ist der Wille, der mich hebt. Nicht in die Füße. Nach der 10. Gedanke. Richtig, richtig geil, weil ich neben dem Mosti stehen darf. Der Mosti ist mein absoluter Lieblingsspieler. Ich bin ein großer, großer Fan von Mosti. Abgerundet. Wenn ich mal verliere, 10 Medaillen. Ich weiß, die Jungs haben euch lang zittern lassen und wir haben alle ein Herzkasperl. Ich möchte aber vor allem allen Spielern, die nicht gerade gespielt haben, die nicht zum Einsatz gekommen sind, die sich verletzt haben, wie der Nikolai. Nikolai! Das ganze Team möchte euch danken, weil ohne einen großen Kader, ohne einer großen Fanbase hinterm Club funktioniert das Ganze nicht. Danke! Für mich war Rugby immer 20 Männer, schmeißen sich aufeinander und irgendwo daneben liegt ein Ball. Aber jetzt verstehe ich es. Achso, Lori. Hey! Ja, Baby. Happy Birthday to you! Happy Birthday to you! Speech! 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 On my shoulder. Shoulder, shoulder. Work, Hippie, don't be weak. Thank you so much! Fucking the last 6 years have been fucking best years of my life. Alfie! Ich habe jetzt gerade 240 Bier in die Neustadtgasse 62 bestellt und schon gezahlt.